Die Schwerelosigkeit. Wir verbinden sie vor allem mit dem Weltall. Physikalisch gesehen ist ein Objekt schwerelos, wenn es sich im freien Fall befindet. Ein Stein oder eine Münze, die fällt, ist schwerelos. Ein in die Luft geworfener Ball befindet sich ebenfalls im freien Fall, ist also schwerelos. Sein Flug erfolgt auf einer sogenannten Wurfparabel. Allgemein sind alle Zustände der Schwerelosigkeit Formen des freien Falls. Ein Experiment der BTU Cottbus-Senftenberg hebt am 26. Februar diesen Jahres in einer Höhenforschungsrakete in Schweden ab. Ziel der Wissenschaftler um Professor Christoph Eckbers ist die Untersuchung des Wärme- und Stofftransports in einer Flüssigkeit unter Weltraumbedingungen. Eine Premiere für die aufstrebende Universität. Wir gehen zwar öfter in die Luft anhand von Parabelflügen, das haben wir schon sehr häufig gemacht, das machen wir schon seit 12 Jahren, jetzt jedes Jahr sehr regelmäßig. Aber mit dieser Art von Experimenten in einer Rakete sind wir das erste Mal dabei. Warum muss die Rakete in Schweden starten? Weil das dort ein ziemlich unbewohntes Gebiet gibt. Das könnte man jetzt hier in Zentraleuropa nicht so gut machen. Wir sind also ganz in Nordschweden am Polarkreis, fast unbewohntes Gebiet und auch alles schneebedeckt, sodass die Nutzlast dann wieder sehr schön gedämpft zu Boden fällt. Was fällt denn genau zu Boden? Sie haben da was in der Hand. Das ist Ihr wichtiges Teil? Genau, das ist unser Experiment. Das ist ein Experimentmodul. Das ist ein Modell-Wärmetauscher, bei dem wir Hochspannung anlegen, um den Wärmetransport zu erhöhen. Wenn die Schwerkraft fehlt, was ja dann beim freien Fall in der Rakete der Fall ist, dann können wir in diesem Experiment eine künstliche Konvektion erzeugen, einen künstlichen Wärmetransport, der einfach mit dieser Hochspannungswirkung zu tun hat. Und das wollen wir etablieren unter Hochspannung und besser verstehen, damit wir es auf der Erde dann für verbesserte Wärmetauscher auch einsetzen können. Als eines von 4 deutschen Teams beginnen die Wissenschaftler Dr. Martin Meyer und Dr. Vasil Motus gemeinsam mit Professor Eckberts in den nächsten Tagen ihre Reise nach Nordschweden. Die Euphorie bei den Lausitzer Wissenschaftlern ist zu spüren. Wir fahren am 13. Februar von Bremen aus los. Wir bilden mit allen Wissenschaftlern eine große Blase. Mit denen, die die Rakete bedienen, mit denen, die die Nutzlast noch mal vorbereiten, sind wir insgesamt 42 Personen. Und wir sind dann quasi unter Quarantänebedingungen dort in Kiruna in Schweden in einem Gästehaus auf dieser Station. Im Rahmen des DLR-Wissenschaftsprogramms TEXUS, Abkürzung für Technologische Experimente unter Schwerelosigkeit, werden biologische, materialwissenschaftliche und physikalische Untersuchungen unter Weltraumbedingungen ermöglicht. Aber auch in den Weltraum zu ISS haben es die Experimente der BTU geschafft. Genau. Und das, was wir hier jetzt untersuchen, das sind quasi Anwendungen der Experimente, die wir in Geoflow auf der Internationalen Raumstation auch durchgeführt haben, über viele Jahre hinweg. Und daraus konnten wir praktisch Anwendungen jetzt für Wärmetauscher ableiten. Und die brauchen aber nur Kurzzeit, Schwerelosigkeit, wie in Parabelflügen oder bei TEXUS. 3, 2, 1. Während des Raketenflugs können die thermoelektrischen Strömungsexperimente in einen etwa 18-fach längeren Zeitraum in annähernder Schwerelosigkeit stattfinden, als die Parabelflüge das ermöglichen. Damit erhöht sich die Qualität der Versuchsergebnisse deutlich. Seit 1999 organisiert die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR neben Programm TEXUS auch regelmäßig Parabelflüge. Das Forschungsflugzeug der A310 Zero-G der französischen Firma Novospace wird jeweils 1 bis 2 Mal jährlich für wissenschaftliche Kampagnen des DLR, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der französischen Raumfahrtagentur CNES genutzt. Die brasilianischen Raketen vom Typ VSB-30 starten von Kiruna in Nordschweden. Sie erreichen in ballistischem Flug eine Gipfelhöhe von etwa 250 Kilometern. Dabei wird für 6 Minuten eine annähernde Schwerelosigkeit erreicht. Die Nutzlast der Raketen landet anschließend am Fallschirm und wird mit einem Hubschrauber geborgen.